Willkommen zurück zu No Man's Sky. In der letzten Folge, da waren wir bei der Atlas-Schnittstelle und haben den Atlas-Stein gekriegt. Und ich habe ja gesagt, ich erkundige mich mal für euch. Und ja, es ist wirklich so. Es gibt wohl 11 Atlas-Steine im Spiel. Und 10 braucht man, wenn man an der letzten Atlas-Pass-Schnittstelle oder wie auch immer das heißt angekommen ist, kann man die dort einlösen und einen neuen Stern, glaube ich, oder Planeten selbst erschaffen. Irgendwie so in der Art, also man soll sich auf gar keinen Fall verkaufen. Okay. Und ja, jetzt wäre wieder fast kollidiert. Die Info wollte ich euch halt mal gegeben haben. So. Ja, wir wollen auch nicht rückwärts fliegen. Wir bleiben natürlich erstmal hier, würde ich sagen. Weil wir hatten ja letztens auch noch den Sendeturm gefunden in der letzten Folge. Und ich würde sagen, da fliegen wir jetzt mal hin. Aber war natürlich auch gigantisch, ne? Also dieses... Wow. Also ich war richtig begeistert von dieser Atlas-Schnittstelle. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir schleunigst auch mal unser Inventar ein bisschen erweitern. Weil, ja, wenn wir 10 Steine sammeln müssen, beziehungsweise 11, dann brauchen wir noch ein bisschen Platz im Inventar. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier diesen Sendeturm an. Ja. Schon schön. Na? Da ist er. Da ist der Sendeturm. Wir speichern mal. Mhm. Natürlich bin ich mal, ich bin mal wieder auf der falschen Seite. Das wäre fast gedacht. Okay, dann gehen wir mal rein in den Sendeturm. Als allererstes mal wieder die Standardsachen hier. Gesundheit auf Maximum. Ja, ein Isotop. Noch ein Isotop. Und dann schauen wir mal, was uns dieser Sendeturm hier denn für Überraschungen bringt. Eine Aufgabe, die mir gerade sehr bekannt vorkommt. 1, 2, 6, 24, 120. Das hatten wir schon mal. Und das ist und bleibt die 720. Notrufsignal entdeckt. Ja, das hatten wir auch schon mal, allerdings. Ne? Ja, da war ja da nichts. Na gut. Ja, reden wir nicht lange. Machen wir direkt zu diesem Notrufsignal hin. Das Notrufsignal. Oh, ein abgeschütztes Schiff. Oder das
Ach, die Steuerung. So, schauen wir mal. Oder kam dieses Notrufsignal von dem Schiff? Wie lange würden wir brauchen? Nein, das ist definitiv zu lange. Also raus. Runter vom Planeten, rauf ins Weltall. Und jetzt zum Schiff von hier aus. Naja, eigentlich hätte ich gedacht, wir wären so schneller. So, wir sind angekommen. Und wir landen. Dann gucken wir doch mal. Ein Schiff mit 17 Plätzen und wir haben 16, ein Platz mehr. Dann schauen wir mal, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 fest verbaute Plätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, im Grunde genommen würden wir uns damit schlechter stellen. Natürlich wäre es dann besser ausgerüstet, aber diese ganze Ausrüstung da drin, ja, wir brauchen sie im Moment ja auch nicht. Wir können sie zwar zerlegen, aber... Wenn ich alleine überlege, was ich da wieder für Material brauche, allein ist, um es zu reparieren, für einen Platz mehr. Nein, machen wir nicht. Tut mir leid, wir werden bestimmt noch bessere Schiffe finden. Aber das muss jetzt wirklich nicht sein. So, scannen wir einmal kurz. Hier lagen die ganzen Sachen noch rum. Ein Gecknip. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Gab es hier auch einen Speicherpunkt? Gut, ja. Und wie ihr seht, es tauchen auch immer mehr Planeten auf, die von anderen Spielern bereits entdeckt wurden. Ich sage, es wundert mich, weil es wurde ja so groß angekündigt, 18 Trilliarden Planeten und naja,
Ich hätte mich gefreut, auf andere Spieler zu treffen oder auch mal was von anderen Spielern zu sehen. Allerdings hätte ich das nicht gedacht, dass das so kurz nach Release ist. Wobei kurz jetzt auch relativ ist. Das Spiel ist ja jetzt auch schon etwas draußen. Ja. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Auch schon wieder von anderen Spielern entdeckt. Was ich allerdings mal machen könnte an der Stelle. Ja gut, den könnte ich jetzt noch hochladen. Alles andere wurde schon hochgeladen. Na, hier sind wir, glaube ich, jetzt gerade. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Außer die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich. Da hinten sehe ich noch ein Fragezeichen. Wir machen erstmal ein Schiff. Wir fliegen mal ein bisschen über diesen Planeten und gucken ihn uns an. Was haben wir da oben? Ja, das war diese Fabrik. Sonst irgendwas Interessantes? Nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich nicht. Aber hier oben sind diese anderen. Ja, machen wir mal. Wir fliegen erstmal raus. Dann mal zu gucken, da hinten. Ja, okay. Ein Satz mit X. Die Fabrik ist auf diesem Planeten. Wo ist ein feindlicher Scan? Was? Ja gut, dann jawohl. Na warte. Wir haben Action, Leute. Wir schalten mal um. Wow. Aber es brennt schon. Jawohl, wir haben's. Genial. Einsatz der Waffen. Ich habe auch eine Trophäe dafür gekriegt. Krass. Wir wurden angegriffen. Wir wurden tatsächlich angegriffen. Und mein Schild ist deaktiviert. Super. Ja, wir tanken mal direkt wieder nach. Sind wir einmal dabei? Und wir sind wieder online. Oh. Okay. Ja, davon habe ich auch gehört, dass man diese Frachter hier auch angreifen kann.
Dann begeben wir uns mal ein bisschen in den Kampf. Ah, seht ihr das? Sorry, ich musste gerade einen Cut setzen. Leider Gottes. Da war die Aufnahme zu Ende. Und wir werden gerade angegriffen. Weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Wir können gerade nicht schneller fliegen. Das heißt, wir müssen uns im Kampf stellen. Ja. Oh nein. Das darf nicht wahr sein. Wir sind gestorben. Wir sind gestorben. Oh nein. Und jetzt ist alles aus dem Schiff, ist weg. Oh, ja gut, aber ja, gehört ja auch mal dazu. Jetzt ist halt die Frage. Ja, wenn man stirbt. Scheiße. Was passiert dann mit einem? Eieieiei. Weil es stand ja gerade, dass das Inventar irgendwo ist, aber wo ist es? Oder bekommen wir es in der Raumstation? Weil irgendwo muss mein Inventar ja sein. Das ist ärgerlich. Also wenn das jetzt weg wäre, das wäre ja richtig, richtig ärgerlich. Hey Kumpel, hast du mein Inventar? Also du hast mein Inventar wahrscheinlich nicht. Natürlich nehmen wir mal wieder die falsche Tür. Ja, das wundert mich schon gar nicht mehr. Ah, Freunde. Wir machen ein Folgenpäuschen. Und ich muss erstmal gucken, wie wir in unser Inventar wieder drankommen. Bedanke mich an dieser Stelle natürlich mal wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Euer Gotzo.